Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Uncharted 2. So, hier suchten wir einen passenden Weg, um aus der Misere rauszukommen. Ich vermute mal, wir können uns hier wieder festhalten. Ja. Es ist dann doch manchmal einfacher als gedacht. Jetzt hier rüber. Hier rüber, rüber, rüber. Jetzt geh doch endlich rüber. Er geht nicht rüber. Warum geht er nicht rüber? Muss ich vielleicht doch einfach hoch? Es geht auch hier hoch. Okay, vielleicht ist es doch hier oben. Aber was will ich denn da drüben? Da will ich doch gar nicht hin. Ich denke, ich muss eher auf dieses große Rad und dann da lang. Das ist falsch, was ich hier mache. Das ist definitiv falsch. Einfach nur falsch. Den Sprung schafft er nicht, ne? Den schafft er auch. Ach, okay. Glück gehabt. Hier oben geht es aber auch noch lang. Ach, ist ein Geheimnis, okay. Naja. Mit den Geheimnissen, ne? Nein, ich finde es ja auch geil, wenn wir hier möglichst alles finden. Aber ich habe schon mal geguckt. Also es ist uns schon relativ viel durch die Lappen gegangen. Aber da kommen wir hier drüben hin. Auf jeden Fall war es kein großer Umweg. So. Okay. Was jetzt? Ey, es vibriert wie. Es vibriert wie Hütte. Oh, jetzt. Das soll ja wohl ein Witz sein. Das soll echt ein Witz sein. Aber er weiß anscheinend gleich, wo es lang geht. Ey, wo du warst, das geht runter. Warte mal auf mich. Ey, er macht aber auch so ein kleines Duell draus, ne? Er lässt sich damit nicht irgendwie... Er lässt sich nicht irgendwie damit abspeisen, dass wir hier im Team sind. Oh, oh. Oh, oh. Pepe, mach Platz. Ich nenne ihn jetzt Pepe. Gute Reflexe. Nein, wie ist er? Tenzin. Ich finde das so erstaunlich. Überleg mal, die Kulturen, die das damals so gebaut haben. Ich meine, klar ist das Spiel, aber so eine riesige Statue da zu versenken. Und auf Knopfdruck kommt sie hervor und bahnt dir den Weg. Ist das was Gutes? Alter, was ist mit ihm los? Gehen die Dinger irgendwie... Ah, die gehen hier wieder unter. Okay, er hat wahrscheinlich mach hin, Alter, gesagt. Enchanté ist mach hin. Okay, da liegt eine Leiche. Und diese Figur sieht nicht freundlich aus. Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Jake, Dillashaw. Immerhin, er weiß unseren Namen. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Oh. Der Chintamani-Stein. Das Harz. Nanu. Die wurden erschossen. Sieh mal einer an. Die wurden alle erschossen. Der Tata. Die Karriere. Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Deutsches Ahnenerbe. SS-Leute. Na Gott sei Dank. Nazis. Nazi? Na kunza kagime.
was wird dann aus dem Mann? Tenzin. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Okay, aber das Buch würde ich doch... Oh Gott, wir kriegen erstmal wieder Muni ohne Ende. Und wir kriegen so viel Muni, dass wir sie nicht aufheben können. Na, das ist ja schon mal ein eindeutiges Zeichen, ne? Hey, da ist ein Schalter. Ah, was wird wohl passieren? Es wird die Hölle losbrechen. Na, was soll man machen, ne? Früher oder später müssen wir den Schalter ziehen. Los geht's. Yo, natürlich. Zwei von den Krüppel-Joes. Hallo? Schmeiß mich mit dem Zinger auf mich. Mit dem Finger auf mich. Okay, ey, die kann man doch nicht töten. So, das sind zwei fucking Typen. Hauen die wieder ab? Oh, nee, die werfen eine fette Murmel auf mich. Alter! Leben. Ja, ich weiß jetzt leider auch nicht, auf wen ich zuerst geschossen habe. Wo ist er denn? Okay, das Ding ist gleich da. Nimm ihn! Okay. Komm, Junge! Scheiße, das Ding ist hier oben drauf, oder? Nee. Da sind ganz viele Risse im Boden, hab das gesehen. Okay, wir haben es geschafft. Das war so klar. Viel zu selbstsicher. Schieß. Alter. So, adios. Adios. Ja. Ja. Aber da müsste ja eigentlich noch einer sein, ne? Theoretisch ist da noch einer. Praktisch nicht. Alles klar? Oh nein. Tenzin! Wer ist das? Bema! Nate. Was ist los? Es ist Lazarevich. Er hat uns gefunden. Bema, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kare. Mon Schäfer, Yamduduk. Schäfer. Sie haben den anderen Weg genommen. Okay. Nate, das ist unsere Schuld. Wir waren das. Okay, bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na los. Okay, wir kriegen einfach mal eine Armbrust. Kapitel 19 und wir kriegen eine AK oder die Armbrust. Entweder oder, naja, ganz ehrlich, da weiß ich... Ne, wir nehmen erstmal die Armbrust, schießen die drei Pfeile raus und dann wechseln wir. Oh, meine Güte, direkt in den Sack. Wo hat denn er bitte die Armbrust? Also ganz ehrlich. Das ist halt ein One-Hitter, der ist echt nicht schlecht. Okay, jetzt holen wir uns dann doch wieder die fette AK. Zack. 60 Schuss, purer Spaß. Das ist die Werbung für eine AK. Zumindest für den, der sie besitzt. Aua. So. Voll auf die 12. Sam Chumacha. So, jetzt wechseln wir nochmal.
Oh oh, oh oh. Wie gut, dass ich die AK so weit weggeschmissen habe. Kann er die nicht einfach hinlegen? Muss er die wirklich 3 Meter wegwerfen, sodass ich nicht mehr rankomme? Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, Mi-Jung. Mi-Jung, das ist sein Name, ist sein richtiger. Sein Rufname. Okay, Freundchen. Wo ist meine AK? Ich werde dir meine AK beschissen. Jetzt ist sie weg. Toll. Wir hatten die Chance, hat sich das Spiel gesagt. Ey, die liegt ja hier überall rum. Alter, die ist geil. So, jetzt kommt doch der böse Junge. So, wo haben wir denn? Na komm. Ein Schuss für dich noch. Yes, den Hammer. Den beschissensten Sack. Oh, wie viel denn noch? Oh, oh, okay. Ich bleib jetzt leider erstmal ein bisschen in Deckung. Es tut mir echt leid. Zack. Okay, ich habe keine Muni mehr. Ah! Schieß ihn doch nicht an, wenn ich ihn anschieße. Wir müssen uns aufs Anschießen absprechen. Wie viele Pfeile hat denn der schon in der Brust gehabt? Einen Pfeil habe ich noch. Ah, den Pfeil möchte ich noch benutzen. So, den möchte ich einfach noch daneben schießen. Wo ist der jetzt, das M4? Hat mir das einer weggeschnupst? So, meine Kügeln sind härter als deine. Und Rambo. Granate mit L2 werfen. Danke für den Tipp. Sollte das mal der Anfang des Spiels werden, oder was? Oh Mann, hör auf mit ihm zu tanzen. Okay. Pepe hat mir meinen Platz weggenommen. Finde ich nicht nett. Ich möchte noch mal so eine schöne Armbrust haben. Die war echt nicht schlecht. Das ist einer von uns. Und Entdeckung. Okay, irgendwer hat da ein bisschen Wut im Bauch. Geil, guck mal, wie er jetzt zielt, weil er drüber schießt. Das ist. Ach, auf was die alles geachtet haben, geil. So, wir gehen mal da hoch. Hebe, jetzt geht zur Seite. Alter, das ist aber auch nicht gut. Okay. Pepe, du bist ja schon wieder hier. So. Fuck you. Wir haben eine Granate. Wir haben sie und wir werden sie nutzen. So, wollen wir nochmal gucken, was passiert. Yes, genau das, was man will. Aber da war noch irgend so ein kleiner Typ, der hier rumgesprungen ist. Der hier. Oh oh. Oh oh. Pepe. Könntest du einen Schritt zur Seite gehen? Jetzt sind die wieder an dem Ding dran. Ich kriege gar nicht so viel mit dir. Jetzt lass mich in Ruhe. Pepe hat einen abgeschossen. Der ist gut. Okay, das sind unsere Jungs. Ey, das ist ja mal richtig geil hier noch gemacht. So, Junge. Ach, es ist befriedigend, einmal durchzuholzen. Mauer im Sterben. Digi-digi-di-du. Digi-digi-di-du. Maul halten. Nicht die einzig wahre Taktik im Kopf runterhalten, mir noch verraten. Oh, das war's. Hat aber genau gereicht. Mehr braucht man nicht.
Oh, die Armbrust. Die zwei Schuss, die gönne ich mir. Ich find's so geil. Zack. Zack. So, nochmal mal gleich erstmal die Muni wieder. Warte mal, aber hier unten war ja noch viel mehr. Da. Nimm mal alles mit. Man weiß ja nie. Oh! Mach das Flash hier weg. Ach du Scheiße, Mann. Okay. Granate. Granate für den Frieden in Tibet. Oh yeah, du stehst genau richtig, Freundchen. Und komm. Nee. Uh-oh. Uh-oh. Bitteschön. Pepe, es tut mir leid. Sehr gut. Ist da oben noch einer? Da ist ja noch einer. Ah, ich schieße sehr, sehr oft ins Gemächt. Ich weiß, das ist alles geplant. Damit sie bösen Sinne nicht vermehren können. Das ist durchaus im Sinne der Tibeter. Ha! Scheiße! Was war das hier für einer? Du Spast! Du hast mich voll erschreckt. Okay. Die ist geil. Auch wenn es nur 8 Schuss sind, aber damit kann man eigentlich sogar 8 Gegner töten. Ey, was machst du da? Meine Güte! Pepe! Was machst du? Du balancierst mich auf deinem Hut und dann auf einmal werde ich abgeschossen. Das ist doch alles deine Schuld gewesen. Ich hau gleich eine Granate rein. Zack. Ja, das hast du davon. Pepe, erstmal schön die Granate in den Rücken geschmissen. Guck mich nicht so an. Ich bin... Ey. Er flitzt aber auch durch die Kante und wird hier weggefegt. AK? Nee, dann. Oder? Na doch. Doch, doch, doch. 64 Schuss, die nehme ich auf jeden Fall mit. So, wen haben wir denn hier? Gar keinen. Un, dos, tres. Cuatro. Heppala. Kuckuck. Er lebt noch. Okay, ich gehe mal rüber. Der hat eine Granate verloren. Da haben wir sie. Na, ich habe ihn doch eben noch gesehen. Sehr schön. Oh. Meine Güte. Jetzt stirb, Junge. Und tschüss. Aber gib mir mal die Muni noch. Kuckuck. Oh, shit. Ach, shit. Ja, aber Kuckuck nicht so gut. Nicht so gut, Kuckuck. Weniger Kuckuck, mehr Ballaballa. Granados. Bams. Yes. Oh, voll ins Schnäuzchen. So, wo sind die denn hier? So, jetzt kommen die hier irgendwie, ne? Kuckuck. Der Junge hat mich abgeholzt hier. Der hat einfach die Gunst der Stunde ausgenutzt. Kommst du nicht rein, Alter? So, sehr schön. Ein bisschen Muni haben wir noch. Gott, von wo denn nur? Warum siehst du immer so unscharf? Shit. Ich hab ihn. Okay, Deckung. Oh, scheiße. Okay, wir machen erstmal den kleinen alle. Wenn der andere hochkommt, dann machen wir den im Nahkampf alle.
Kommt er schon? Komm hoch, komm. Du sollst hochkommen, Junge. Dann halt nicht. So. Nochmal ein Wechsel. So. So. Ja? Was willst du hier? Du denkst, machst ja einen auf Schleicher. Jawohl. Eine Granate. Zwei Granaten. Und M4. Ja, nehmen wir mal mit. Hier liegt so viel Muni rum. Ich glaube, bei der Muni hapert es nicht. Ich wäre auch. Och, ich wollte auch einen reindrücken. Wir hätten uns teilen können. Jeder darf einen Schlag machen. Oh, shit. Pepe, du bist dran. Den kriege ich nicht. Aua. Nein, da steht's ja, Kacke. Na komm. Ja, oh, Pepe rammelt einfach rein, ne? Er ist so eiskalt, der Junge. Der kennt keinen Schmerz. Puh. Es hört sich ruhig an. Ja, Pepe sagt auch durch, wir haben das Dorf geklärt. Auch wenn er hier nochmal alles genau inspiziert. Da hat er wieder wen gefunden. Das nächste Mal geht's hier weiter. Haut rein.